Herzlich willkommen zum Rennen in Korea, wo wir uns sofort gleich hinmachen, weil wir die Rennstrategie noch festgelegt haben. Wir ist das Auto mit wenig Sprit unterwegs, dadurch wird es leichter und schneller. Gleichzeitig muss der Fahrer den Spritverbrauch jedoch sehr genau im Auge behalten. Wir machen das lieber normal. Wir möchten gerne. Okay. Auf die Strecke. Fertig. Auf die Strecke, bitte. Mehr erwarte ich nicht. Doch ein besseres Ergebnis als das im Qualifying. Das erhoffe ich mir. Position 18. Der Perez. Oh ja. Jean-Eric Wern steht im Auto. Hat der Rosberg da doch noch ganz schön nach vorne geschafft. Ne, das geht nicht mit einer Hand. Ich muss hier nochmal richtig dran schrauben. Habe ich hier noch was? Oh. Naja, kommt vor. Kann ja vorkommen, Maldonado, ne? Quietscht und knallt und weiß ich. Platz Nummer 9. Platz Nummer 6. Hallo Rosberg. Lass mich vorbei. Oh, das ist doch super nett von dir. Mist, kann ich hier schon die erste Rückblende verwenden. Schon, ich bin deutlich langsamer als die Kollegen vor und hinter mir. Oh oh, oh oh. Da schon mal an Alonso dran. Ist auch wirklich nichts Schlechtes. Ich frag mich gerade nur, wo der Schumacher ist. Ein zweiter ist ja der Button, oder? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht genau.
Kommen wir nicht näher an den Alonso ran. Erster. Wer ist dann? Wo ist dann Hamilton? Hamilton ist dann Zweiter. Die Rundenzeiten sehen gut aus. Ich werde hier nicht mal gelobt, dass ich hier auf Platz 5 bin. Oh oh. Ich dachte schon, ich kriege jetzt irgendwie eine Strafe oder sowas. Die Strecke liegt mir, glaube ich. Oh, aber die Kurve hier ganz bestimmt nicht. Das darf ich nochmal machen, das ist fair. Okay, eine Strafe möchte ich jetzt gerne vermeiden. Aber ich kann's nicht. Verdammt. Ein Ferrari ist jetzt vor dir. Durchfahrtsstrafe innerhalb 3 Runden antreten, okay. So ein Mist. Ich glaube, ich komme ja. Wann komme ich denn? Runde 5. Ja, dann mache ich das, wenn ich in die Box fahre. Dann zählt das nicht. Oh, fuck. Dann zählt das dann nicht. Zählt das dann nicht auch als Durchfahrt, wenn ich in die Box fahre? Problem.
muss hier aufpassen. Nicht unterschätzen. Das war jetzt eine dämliche Aktion mit Grosjean, aber normalerweise ist der Grosjean derjenige, der austeilt. Oder, oh gut. Dann check ich nicht diese Kurve hier, was ich hier, wie ich die fahren soll. Wenn ich da so durchbretter wie die anderen. Ja, ja, ist gut, ich komme in die Box, meine Fresse. Hoffentlich zählt das jetzt auch. Hallo? Hallo? Ah, da kommen sie. Hallo? Ey, du Vollidiot! Ach, jetzt fährt die Pfeife nicht in die Box rein. Was soll das denn? Das okay, dein Vordermann scheint sich jetzt von dir absetzen zu wollen. Er nutzt die volle Drehzahl. Maximale Leistung. Das ist doch dämlich. Was India-Action hier. Ups, oh. Mir leid. Mann, nur wegen so einer dämlichen Sache wie mit dem Grosjean jetzt ist jetzt hier erstmal schon wieder Schicht im Schacht. Ey, überholen verboten. Kann ich nochmal in die Box fahren oder was? Deinen Boxenstopp. Ja, kann ich. Supi. Irgendwie geht. Das ist jetzt mein Ziel für das Rennen. Für den Rest des Rennens. Mich hier nochmal kurz jucken. Das tut mir leid, aber geht ja auch schon wieder weiter. Du liegst 3 Plätze besser als vorausberechnet. Vorhin war ich Dritter und das hat kein Mensch interessiert. Na, herzlichen Dank.
Zone. Oh nein. So ein Team wollte ich schon immer mal haben. Das gibt's auch gar nicht. So, last try. Allerletzter Versuch jetzt hier. Die Truppe da noch kriegen würde, das wäre richtig geil. Die da vorne, oh, das wären ein paar wunderschöne Plätze. Das sind Autos ohne Ende. Wir sind immer noch relativ weit vorne. Kannst nur versuchen. Kurve werde ich nie im Leben gescheit fahren können, habe ich das Gefühl. Seit langem mal wieder. Immer noch eine ganze Kurve vor mir. Das kommt mir jetzt aber nicht wie 7 Sekunden vor, ehrlich gesagt. Ich habe immer noch die schnellste Runde, oder? Versucht die Lücke zu schließen. So nicht.
ist direkt hinter dir. Pass gut auf. Ah, ja, es reicht wieder. Hab ein Glück. So, komm. Mann, da geht doch noch was. Wieso verliere ich dann immer die Zeit? Vor allem wo? Meine Runden werden immer schneller. Komme ich zum Henker nicht näher. Oh nein, 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 nein. Das war's dann wohl komplett. So, ich krieg den Kobayashi hier noch. Jetzt bin ich wieder in diesem kleinen Pulk hier drin. Oh, das wollte ich doch gar nicht. So eine Scheiße. Muss an Kobayashi dranbleiben. Wir müssen da dranbleiben. Das muss funktionieren. Oh oh, nein, nein. Tschüss. Nein, 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 nein. Du hast deine Zeitstrafe erhalten. Nein. Jetzt bin ich schon wieder letzter. Oh, Leute, könnt ihr schon abschalten, ne? Wisst Bescheid. Oh nein. Gibt's doch gar nicht. Mann, wie mich das aufregt. Hoffentlich sind da noch welche, die da richtig hinterhergurken. Hoffentlich ist es ja nicht ganz so schlimm. Wenn euch das interessiert, dann müsst ihr bis zum Ende des Videos warten. Aber ich kann es vollkommen nachvollziehen. Wenn ihr jetzt da links oben auf dieses YouTube-Zeichen drauf klickt oder irgendwo anders drauf, keine Ahnung. Was weiß ich. Internet-Dingens zu machen. Oh. Der nächste ist ein William. Der fährt hier einfach vorbei. Das ist nicht in Ordnung.
da. Oh Mann. Oh nein, 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 nein. Mann, Plätze zu verschenken. Wer möchte 15. sein? So komme ich mir gerade vor. Mann, das hätte so ein schönes Rennen werden können. Oh, brems, brems. Ich bin so total unkonzentriert. Gereicht und nicht mal zum einmaligen Überholen. Ricciardo, jetzt drängel doch nicht so, du bist doch eh vor mir. Doch eine Zeitstrafe, Mensch. So, vorne ist die Ziellinie. Und, so. Oh Mann. Wir sind 19. Das wurde schon ausgerechnet, das ging aber schnell. Oh Mann, das ist so unfair. Ich fühle mich so ungerecht behandelt. Fahrer WM. Platz 14. Ah, der Hülkenberg, der kommt uns nicht mehr hier, na. Gefährlich entgegen hier. Ja, ja, ja. Und zählt's eh immer nur dasselbe. Der jubelt zwar nicht. Verabschied. Ist zu hören, das Tor rauszufahren. Das Team zum Sieg. Ja, wer lassen wird, ergibt. Hätten mehr Teams bei Interesse an dem Piloten. Hamilton, bla bla bla. Punktet gegen mich. Wunderbar. Fortsetzen. Was ist das? Ach so, Angebot für Vertrag. Ja. Angebot annehmen. Sehr gut. Ich möchte eine Vertragsverlängerung. Wunderbar. Errungenschaft freigeschaltet. Heiß begehrt. Bis dahin. Zum nächsten Mal. Tschüss.